dann denke ich, fangen wir jetzt mal zu dieser immer noch viel zu frühen Stunde an. Wir sitzen hier im Vortrag Widerstand ist zwecklos, die Cyborg-Invasion. Kurz zwei Worte zu mir. Mein Name ist Tante. Unter thegaybar.com findet man meinen Blog. Ich bin auf Twitter zu finden, solange es Twitter noch gibt und es nicht komplett implodiert ist. Tante, ich bin beruflich ein Wissenschaftler, hat aber nichts mit Cyborgs zu tun. Ich beschäftige mich mit Produktentwicklung und ich finde Affen ziemlich geil. Also ich dachte, das könnte man vielleicht auch dazu sagen. Heute geht es hier um Cyborgs. Achso, auch noch wichtig, ich bin kein Parteimitglied, damit vielleicht irgendjemand mich aus den Piratenlisten rausnimmt. Wir reden hier heute über Cyborgs und bei Cyborgs, wenn man den Begriff einbringt, dann haben die meisten wahrscheinlich durchaus ähnliche Vorstellungen. Also Cyborg klingt immer nach Science Fiction, nach Büchern, die man vielleicht als man klein war gelesen hat oder nach, vielleicht hat er auch bestimmte Bilder im Kopf, wie zum Beispiel das hier, Cyborgs, Robocop, 1987. Ein Polizist wird nach seinem Tod von irgendeiner Firma wiederbelebt. We can rebuild him, we have the technology, auch wenn das eine andere Fernsehserie gewesen ist. Und ich glaube, das qualifiziert für viele ganz gut das Bild, was sie so von Cyborgs haben. Also wir haben halt einen Menschen und dann fangen wir an, Sachen rauszunehmen und zu ersetzen. Also bei Robocop sah man halt letzten Endes wirklich nur noch den unteren Teil des Gesichtes die meiste Zeit. Der Rest war halt komplett ersetzt durch irgendwelche Visoren, durch irgendwelche stärkeren Arme, Beine, durch irgendwelche gepanzerten Brustplatten und solche Geschichten. Ich hatte eigentlich ein anderes Bild geplant. Ich wollte eigentlich Locutus von Borg anzeigen, aber ich habe kein schönes Bild gefunden. Die sahen alle sputtelig aus, deshalb jetzt das. Aber es ist natürlich analog. Also für die, die das vor Augen haben, da hat man halt auch Captain Picard und das Auge ist ersetzt durch ein anderes Auge und der ganze Körper ist eingehüllt in irgendwie eine komplett andere Hülle. Das ist, glaube ich, das, was viele so intuitiv mit Cyborgs identifizieren würden. Aber es gibt nur eine Sache, die besser ist als fiktive Cyborgs und das sind echte Cyborgs. Zum Beispiel das da. Das ist Oscar Pistorius, ein Südafrikaner. Dem fehlen die Unterschenkel. Ich weiß jetzt leider gar nicht warum. Und er ist dadurch bekannt geworden, dass er 2012 als erster beinamputierter Athlet bei den Nicht-Paralympics mitgemacht hat. Also er läuft mit diesen Prothesen so schnell, dass er die Qualifikation für die Olympischen Spiele schafft. Es gab da viele Diskussionen darüber, ob er vielleicht einen Vorteil durch diese Federn hat, ob halt seine Bewegungsmotorik so anders ist, dass er halt dadurch schneller laufen kann, als die anderen Athleten das könnten. Man hat es aber dann wohl zugelassen, er hat auch nicht gewonnen. Und das hier ist das, was wir heute ganz viel sehen, wenn Leute über reale Cyborgs reden. Er hat einen körperlichen Defekt, das ist jetzt nicht wörtlich gemeint, aber er hat halt einen körperlichen Mangel, den er bei sich wahrnimmt und der wird repariert durch eine hochfunktionale Prothese, in diesem Fall halt durch diese Federn, mit denen er sehr schnell laufen kann. Es ist aber sonst keine Veränderung des Konzeptes Mensch eigentlich, also er hat halt einfach Ersatz für das, was ihm fehlt. Genauso wie man das in den letzten Monaten gesehen hat, wo einer Frau, glaube ich, in Australien was auf die Netzhaut gebracht wurde, was ihr erlaubte, wieder zu sehen. Also natürlich noch nicht perfekt, aber sie konnte halt wieder überhaupt erstmal Umrisse sehen und in die Richtung soll es halt auch gehen, um Menschen, die zum Beispiel blind sind, den Sinn zurückzugeben, der ihnen fehlt oder die Bewegungsmöglichkeit zurückzugeben, die ihnen vielleicht fehlen. Aber es gibt auch heute noch andere Formen der Cyborgs, wo eben nicht einfach nur wir sagen, es gibt den normalen Standardmenschen und jetzt fehlt der Person was, das bauen wir nach, auf eine verhältnismäßig identische oder realitätstreue Geschichte. Ich meine, er bewegt sich ja nicht anders, er setzt immer noch Beine voreinander, also da ist nichts anders geworden. Es gibt heute schon andere Fälle. Das hier ist Neil Harbison, ich glaube, er wohnt in Barcelona, ich weiß aber jetzt nicht, welcher Nationalität er sich zugehörig fühlt. Kann man jetzt hier nicht so ganz toll sehen. Hier oben geht so ein Dings hier über seinen Kopf. Das hat vorne einen Lichtsensor. Denn Neil wurde mit Achromatopsie geboren. Und das ist, man sagt jetzt so ganz platt, das ist Farbenblindheit. Aber Leute, die wirklich farbenblind sind, die sehen ja häufig Farben, die können sie nur nicht gut unterscheiden. Also wenn sie zwei sehen, wissen sie manchmal nicht, welche ist grün und welche ist rot. Aber sie sehen schon irgendwas an Farben. Er sieht halt wirklich keine Farben. Und dieses Gerät, was er da hat, das nennt er iBorg. Und der iBorg, der setzt Farben in Töne um. Das heißt, Neil hört Farben. Und er hat halt gelernt, welche Farbe wie klingt und kann so die Welt halt wahrnehmen. Was wir hier haben, in gewisser Weise ersetzt er halt natürlich auch einen eingeschränkten Sinn.
aber er setzt ihn auf, durch einen komplett anderen Sinn, durch einen neuen Sinn, der ihm irgendwie ähnliche Informationen gibt, die aber schon anders sind. Das ist auch ein Ansatz, wie man halt Cyborgs heute denken kann. Und auch dem würden sich viele vielleicht noch anschließen, ja, das könnte man als Cyborg sehen. Dem schließt sich sogar der Staat an, denn, wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Staat es ist, das Cyborg ist auf seinem offiziellen Pass. Das gehört zu ihm. Das ist akzeptiert, dass das Teil von ihm ist. Deshalb wird er halt gerne als der erste staatlich anerkannte Cyborg bezeichnet. Aber es gibt noch viel mehr Cyborgs. Das da ist ein Herzschrittmacher. Für die, die noch nie gesehen haben, sowas kann man sich einbauen lassen. Das sind sozusagen unsichtbare Cyborgs, denn von außen sieht man häufig gar nicht, also außer man sieht halt irgendwo eine Narbe, wenn man im Schwimmbad ist, man sieht gar nicht, dass Menschen vielleicht Cyborgs sind. Und an dieser Stelle, das sind auch nicht nur so, das soll jetzt auch nicht abwertend klingen, das sind keine Nice-to-Have-Erweiterung. Das ist nicht so, dass man sagt, ja gut, er kann halt sehen und jetzt kann er halt auch Farben irgendwie wahrnehmen, sondern das ist Menschen, die einen Herzschrittmacher brauchen, die haben ernsthaft Probleme zu überleben, wenn sie keinen haben. Und auch das könnte man halt als so eine Art unsichtbares Cyborg sehen, mit denen wir heute irgendwie umgehen. Aber ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, und zwar euch. Die meisten von euch, die hier im Raum sitzen, würde ich persönlich als Cyborgs betrachten. Ich glaube, es gibt ein paar, die sich da vielleicht rausziehen würden, aber wenn wir uns mal angucken, wie wir miteinander und auch mit der Welt interagieren, wie wir Teile unseres kognitiven Apparates, unser Gedanken, unseres Gehirns auslagern auf irgendwelche technischen Devices und wie wir auch unsere soziale Interaktion ganz anders organisieren, als wir das mit unserem biologischen Körper tun könnten, denke ich, dass man uns schon als Cyborgs definieren kann. Es gibt manchmal Leute, die sogar so weit gehen, die würden sagen, ja, wenn man eine Brille trägt, ist man eigentlich auch schon Cyborg, weil man hat ja auch schon irgendwie eine körperliche Erweiterung. Kann man verargumentieren, wir können uns ja mal einfach so eine Definition von Cyborg angucken. Ich habe hier natürlich schamlos die Wikipedia beraubt und ein bisschen umformuliert. Der Begriff Cyborg stammt aus dem Englischen von Cybernetic Organism und bezeichnet ein Mischwesen aus einem lebendigen Organismus und einer Maschine. Üblicherweise wird Cyborg eigentlich nur benutzt, wenn der lebendige Organismus ein Mensch ist. Also ich habe eigentlich noch nicht gesehen, dass Leute es für Tiere benutzen würden oder für Pflanzen, die man irgendwie... Okay, war vielleicht nicht so, kommen wir gleich sonst irgendwie noch zu. Aber das ist halt letztendlich die Definition. Wir sehen, die Definition von Cyborg ist verhältnismäßig generisch. Manchmal merkt man auch, dass bestimmte Leute, vielleicht auch aus, Neil, den wir gerade gesehen haben, der diesen Cyborg hat, der würde sich der wahrscheinlich nicht anschließen, weil ihm das zu weit fasst. Also er sieht Cyborg sehr eng, aber wenn man da anfängt, die Trennlinien enger zu ziehen, merkt man sehr schnell, dass es ziemlich arbiträr ist, warum jetzt die einen dann sein sollen und die anderen nicht. Das ist halt letzten Endes die einzige, die wirklich in irgendeiner Form konsensfähig ist. Aber sie ist halt wirklich sehr, sehr generisch. Ja, wenn wir uns jetzt das angucken, und ich habe mit mehreren Leuten schon über dieses Thema gesprochen und ich sage, ja, du bist doch auch ein Cyborg, dann ernte ich häufig eine ganz typische Reaktion und die ist, ich nie, ich bin überhaupt natürlich nicht, ich bin ein Mensch, ich bin kein Cyborg. Das hat vielleicht ein bisschen das damit zu tun, dass wir Mensch immer körperbezogen denken. Das ist nicht nur in der Art und Weise, wie wir miteinander reden. Ein Mensch ist halt irgendwie so ein Ding, hat zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf und sieht aus wie ein Affe ohne Haare, sondern das ist sogar rechtlich so kodifiziert, denn Mensch beginnt mit der Geburt, das ist Paragraph 1 BGB, und endet mit dem Tod. Solange ist man Rechtssubjekt und irgendwie kann agieren innerhalb dieses Frameworks. Die Definition hängt sich halt komplett an diesem Körper auf, denn die Geburt ist nun mal ein körperlicher Prozess. Die Geburt hieft irgendwie meinen Körper in diese Existenz, wenn wir jetzt die Phase im Bauch der Mutter ausklammern wollen. Der Cyborg erbt das in gewisser Weise. Wir betrachten Cyborg auch körperlich, weil wir Mensch halt nur körperlich begreifen und Cyborg das irgendwie ist so eine da dranhängende Gruppe. Wir betrachten also dann den Mensch als den Körper, ja, und was drin ist. Also irgendwie gehört halt dieser Herzschrittmacher auch irgendwie zu diesem Menschen vielleicht, und wenn er eine Prothese hat, gehört die halt irgendwie vielleicht auch dazu. Wir haben dadurch aber viele Probleme, dass wir Menschen nur in dieser körperlichen Form denken können. Wir müssen da nur mal an so Fälle denken,
wie die Frage, wann ist es eigentlich legitim, zum Beispiel eine lebenserhaltende Maschine abzuschalten? Wann ist ein Mensch wirklich noch lebendig? Wie lange wollen wir das ziehen? Weil es gibt halt Fälle, wo der Körper halt noch irgendwie vor sich hin tickert, aber viele Ärzte sagen, eigentlich passiert da nichts mehr geistig. Da gibt es halt immer wieder schwierige Diskussionen. Dieses Denken von uns als Körper, als reiner Körper, führt zu vielen Problemen. Das hat aber natürlich eine lange Tradition. Das ist einerseits vielleicht religiös gedacht, Gott schöpft, wer auch immer man da, was auch immer man da als Gottfigur denken möchte, oder die Umwelt als Gott, wie auch immer. Irgendwie ist daraus der Mensch entstanden, wenn man es christlich denkt, sogar als Abbild Gottes gerne formuliert. Da dann massiv einzugreifen, ist gegen Gott. Das heißt, wir müssen den Menschen irgendwie körperlich denken, weil das ist ja sein Wesen. Das ist ja die Art und Weise, wie er gewollt ist. Wir sehen auch manchmal so eine Form der Natürlichkeit. Das merkt man in so Kommunikationen wie, ich will keine Chemie in meinem Essen haben. Oder kann ich das kaufen oder sind da Gene drin? Wir leben halt in so einer, es gibt halt Menschen, die in so einer sehr, sehr, sehr großen, in so einem großen Hype, der sich irgendwie in der Evolution herausdefinierten Natur gegenüber leben. Für die ist halt auch die Ablehnung der eigenen Cyborg-Haftigkeit natürlich, weil sie wollen natürlich der Natürlichkeit irgendwie nahe sein. Sie wollen ja irgendwie innerhalb dieser Natur sich wiederfinden, und für sie wäre dann halt die, sich selber als Cyborg zu begreifen, sozusagen the fall from grace. Also sie wären halt eben nicht mehr da, wo sie sein wollen. Außerdem ist es natürlich auch eine pragmatische Definition. Menschen über Körper definieren ist echt leicht, das ist praktisch, weil da gehe ich hier durch, da vorne sitzt jetzt und daneben sitzt eine andere sehr nette Person, die ich nicht kenne, und dann sitzt da Herr Frische. Ich kann einfach sehr einfach Menschen voneinander abgrenzen. Das ist wirklich praktisch, wenn ich auch wissen möchte, zu wem gehört jetzt vielleicht ein Gegenstand, wie kann ich auf eine Person referenzieren, ich muss halt einfach nur drauf zeigen. Das macht viele Sachen sehr praktisch. In der Realität funktioniert es für uns meistens irgendwie, aber weil wir nicht mehr so leben, wie wir früher lebten, als es funktionierte, uns auf den Körper zu reduzieren, platzt das heute an einigen Stellen. So haben wir beispielsweise heute, wir haben ein Zeugnisverweigerungsrecht, das ist noch aus der Zeit, und man sagte, ja, wenn du was Böses gemacht hast, dann können wir dich eigentlich nicht dazu zwingen, dass du die Wahrheit darüber sagst. Wir können dich fragen, und wenn du es sagst, bist du halt doof gewesen, aber du kannst natürlich auch sagen, nee, war ich nicht. Und das können wir dir nicht vorwerfen. Paragraph 136 Strafprozessordnung, man nennt das auch das Nemo Tenetur, was auch immer das auf Latein heißt. Das basiert natürlich daraus, wir können halt nicht in deinen Kopf gucken, wir wissen halt nicht, was du denkst. Was du sagst, wir wissen halt eh nicht, ob es wahr ist, also gehen wir davon aus, dass wir dich eh nicht dazu verpflichten können. Wäre absurd zu behaupten, wir können dich dazu verpflichten, weil du einfach lügen kannst. Das verändert sich heute. Wir denken nicht mehr nur in unserem Kopf. Wir denken auch extern. Also wenn dieses komische Gerät, was da vor mir liegt, wenn das weg ist, habe ich ein Problem. Denn da ist nicht nur mein Kontaktmanagement drin, da sind auch meine Notizen für Dinge, die ich noch tun möchte, drin. Und da sind auch erweiterte Sinne von mir drin. Selbstbeobachtungssinn und auch Sinne, mit der ich mit der Welt interagiere. Das ist ein integraler Teil von mir. Rechtlich gesehen hat mein Handy aber kein Zeugnisverweigerungsrecht, und ich kann das auch nicht in mich reinziehen und sagen, nee, das hat deshalb irgendwie Zeugnisverweigerungsrecht. Das dürfte beschlagnahmt werden. Wenn es rechtlich Probleme gibt, dann ist es durchaus üblich, dass die Polizei halt beim vorbeikommt und mal alles, was potenziell Daten speichern kann, mal mitnimmt. Also je nachdem, was der Verstoß ist, aber gerade wenn es irgendwas mit IT zu tun haben könnte, wird erstmal alles mitgenommen. Das ist eben aus der rechtlichen Position ist halt, ja, der hat halt irgendwie ein paar Sachen, und ein paar Sachen müssen wir jetzt halt mal kurz haben zur Beweissicherung. Aus zumindest meiner persönlichen und wahrscheinlich der Lebensrealität von vielen von euch, ist das aber, als nimmt man mir einen Teil von mir weg. Die nehmen Sachen von mir, also es ist, als schneiden sie mir den Arm ab und nehmen den mit, weil wir brauchen mal Fingerabdrücke. Ja, dann aber doch nicht den Arm. Also irgendwo muss auch mal gut sein. Und wir haben ja nicht nur alles auf physikalischen Objekten um uns herum. Es ist ja nicht nur so, dass hier auf diesem Rechner alle möglichen Daten von mir liegen. Ich habe auch viele Sachen online ausgelagert. In der bösen Cloud, auf amerikanischen Servern. Und auch da, wenn ich da Sachen liegen habe, ob die jetzt verschlüsselt sind oder nicht, gerade dann haben Leute alles in ihrer iCloud liegen, und wenn dann halt ein nur schlimm genuges Verbrechen kommt, dann wird halt das Ding auch aufgeschlossen und dann wird da halt reingeguckt. Dann wird dann der eigene Account zugemacht und dann werden da halt Beweismittel gesichert. Wir haben da
kein Framework, um uns vor dem Abschnitt von unserer eigenen Infrastruktur irgendwie zu schaffen. Wenn wir halt angeklagt werden, ja, ob wir was getan haben oder nicht, sei da mal geschenkt, dann ist es halt durchaus üblich, dass wir von ganz vielen unserer wichtigen Sinne, unserer wichtigen Gedanken abgeschnitten werden. Vielleicht haben wir Backups, vielleicht aber auch nicht. Ich meine, wir alle reden immer viel von Backups und sagen auch anderen, dass sie Backups anlegen sollen, aber mal ehrlich, so richtig gut ist keiner da drin. Also das heißt, wir haben hier, einfach weil wir Menschen nur körperlich und so körperlich abgegrenzt denken und halt denken, was da drin ist, gut, ist halt so seins oder ihrs. Und dass es nicht drin ist, da können wir halt drauf zugreifen, weil es sind ja nur Gegenstände. Weil wir das so denken, haben wir, weil sich unsere Lebensrealität verändert hat und weil wir uns verändert haben, ein großes Problem für unsere Freiheitsrechte, wenn man das so sehen möchte. Ich bin eben nicht einfach nur dieses Ding, was ihr vor euch stehen seht, mit Armen und bewegt sich komisch und hat irgendwie eine Brille auf, sondern ich begreife mich anders. Ich bin ein Knoten in einem soziotechnischen System, in einem Netzwerk. Ich bin nicht dieser Körper, der hier vor euch steht. Ein soziotechnisches System ist definiert als, und ich sage es einmal korrekt, die organisierte Menge von Menschen und Technologien. Man benutzt das üblicherweise halt, wenn man Technologien beschreiben möchte. Was da klar ist, man kann halt eben die Technologien nicht mehr einfach so von den Individuen abtrennen, sondern das ist ein Modell, bei dem halt eben nicht der Hype auf dem einen vollkommen abgrenzbaren Individuum liegt, sondern klar ist, dass Menschen eben nicht komplett alleine existieren, sondern wir existieren immer in Referenz zu unserem Umfeld, zu unseren Freunden, zu unserer Familie, zu den Menschen, mit denen wir uns umgeben wollen, mit denen wir kommunizieren, auf welche Art und Weise auch immer. Und ja. Dankeschön. Wir sind alle diese. Es ist wichtig, dass man sich über die Rechte des Individuums und die Abgrenzung des Individuums Gedanken macht, aber man darf eben nicht vergessen, dass wir nicht nur Individuen sind. Wir sind immer Teil eines Netzwerks. Ich bin in diesem Moment auch Teil des Netzwerks hier mit euch allen. Im Moment sind wir nicht ein einzelnes Individuum, das irgendwie in kleinere zerfällt, sondern wir sind halt ein System aus Individuum und wir gehören zusammen und wir sind auch durch Technologie verbunden. Ich kann zu euch deutlich besser sprechen, weil ich hier so ein komisches Ding habe. Im Moment hilft uns das zur Kommunikation. Und deshalb, weil ich mich so begreife, weil ich eben immer ein Knoten in einem soziotechnischen System bin, werte ich das Entfernen von Infrastruktur, die mir wichtig ist, als Amputation. Und deshalb müssen wir uns da, glaube ich, neue Sachen einfallen lassen. Um das nochmal kurz ein bisschen klarer abzugrenzen und aus vielleicht anderen Leuten, um es zu den Definitionen von Cyborg, die wir vorher aufgeführt haben, noch mehr in Verbindung zu setzen. Wir haben uns neue Sinne geschaffen und das ist nicht nur Sci-Fi, das ist nicht nur, dass später irgendwann wir uns Zeug implantieren können und auf einmal so eine Augmented Reality-Welt drüber liegt und wir dadurch, also wir sind schon heute anders. Ich fühle mein soziales Netzwerk und zwar, indem ich zum Beispiel auf Latitude gucke. Denn dann sehe ich, wo die Leute, die mir wichtig sind und ich sehe das direkt. Ich weiß, wie weit die von mir weg sind, ich weiß, in welche Richtung die von mir weg sind. Ich sehe, was die gerade denken und ich kann ganz nah an Menschen um mich herum sein. Das ist eine neue Form von Sinn und Wahrnehmung meiner Definition nach. Das ist halt nicht mehr einfach nur, ich sehe, was vor mir im Raum ist. Ich habe ein deutlich komplexeres Bild der Welt um mich herum und auch eben des Netzwerks um mich herum, was ja auch eben nicht mehr nur noch geografisch definiert ist, sondern weil wir diese Infrastruktur, Internet uns geschaffen haben, ist das übers Ganze, liegt das irgendwo auf der ganzen Welt. Und diese augmentierte Welt kommt natürlich jetzt auch immer weiter auf. Es gibt dieses Google Glass-Projekt, von dem vielleicht einige gesehen haben, halt eine Brille, die einem ins Sichtfeld alle möglichen Informationen einblenden kann. Aber wir haben ja sowas auch schon heute in anderen Fällen gemacht. Wir haben irgendwelche Wikitude-Geschichten, bei der ich durch eine Kamera meines Telefons auf die Welt gucke und dadurch meine Sinne anreichere. Und letzten Endes auch die Art und Weise, wie wir navigieren. Wer von euch guckt sich noch vorher, wenn er irgendwo hinfährt, an, wie man da hinkommt? Man fällt halt. Okay, das ist sehr, sehr vorbildlich von euch, weil immer wenn ich dann irgendwo im Edge-Land bin und Google Maps nicht funktioniert, bin ich ziemlich aufgeschmissen. Aber ich stolper dann halt irgendwo aus dem Zug und denke mir so, gut, es gibt halt diese komische Jugendherberge, da musst du jetzt hinkommen und dann gucke ich halt auf meine App da und die sagt mir schon irgendwas. Auch das ist ja halt eine Erweiterung meiner Sinne und meines kognitiven Apparats und es ist für mich eben nicht nur irgendein beliebiges Tool. Das ist für mich echt tief integriert in auch die Art und Weise, wie ich eben plane, wie ich mit meinem Leben umgehe. Früher hätte ich halt mir das ausgedruckt und dann war man halt stolz, dann hatte man seinen fertigen Plan ausgedruckt und ist das so abgelaufen.
die Zeit nehme ich mir halt heute nicht mehr. Ich ticke dadurch anders, ich arbeite anders, ich gehe dadurch mit der Welt anders um. Ich gehe auch dadurch mit anderen Leuten natürlich anders um. Also die Art und Weise, wie wir zum Beispiel miteinander Zug fahren, vielleicht absprechen, tickt halt anders, weil wir halt viel dynamischer mit sowas umgehen. Und dann bauen wir uns halt Infrastruktur, bei der man auf Twitter sagt, in welchem Zug man sitzt und dann mal guckt, mit wem man dann jetzt gleich wohl zusammen fährt. Fällt dann halt da raus und man macht sich halt eben nicht 3 Wochen vorher Gedanken, ob man jetzt gemeinsam denselben Zug nehmen kann oder nicht, sondern man sieht halt, läuft halt irgendwie. Daraus, finde ich, sollten wir uns mal überlegen, wie wir uns eigentlich sehen wollen. Wie ich schon beschrieben habe, wir sehen uns halt als dieser Körper. Und irgendwie, das sind halt wir. Es gibt diesen Begriff des Transhumanismus und ich will das jetzt gar nicht so weit treiben, wir machen jetzt einen Transhumanismus light. Leid ist immer gut und wer dann weitergehen will, kann das auch. Also Transhumanismus mit Zucker kann man sich dann auch geben. Ich habe hier ein Zitat von George MacDonald, der ist ein Prediger gewesen, leicht abgewandelt. You don't have a mind, you are a mind, you have a body. Ich glaube, dass wir den Fokus weglegen müssen von diesem physischen Ding, weil wir nicht mehr nur dieses physische Ding sind. Wir sind viel mehr als das und das kann dieser Körper auch nicht mehr kommunizieren. Das Originalzitat war, never tell a child you have a soul, teach him you are a soul, you have a body. Es wird gerne mal C.S. Lewis zugeschrieben, der auch Narnia geschrieben hat, kommt auch halt von einer anderen Person. Ich habe das Soul nur gestrichen, weil es irgendwie nicht so gut passte. Ich möchte anregen, dass wir Mensch viel mehr als ein Bewusstsein, welches sich seiner selbst bewusst ist, denken. Und alles, was das tut, ist ein Mensch. Und nicht mehr, was einen irgendwie gearteten Körper hat. Daraus folgt natürlich dann auch irgendwann full-blown Transhumanism. Man kann dann halt sagen, ich möchte halt vielleicht meinen Arm ersetzen, weil ich finde diesen hier doof, der ist vielleicht zu schwach oder der hat keine Leuchtfunktion, was auch immer man haben möchte in so Armen. Ich meine, da geht halt vieles. Vielleicht möchte man halt auch andere Haare haben. Vielleicht möchte ich Haare, bei der ich einfach nur so einen Barcode scanne, wenn ich an einem Laden vorbeigehe und jetzt habe ich dieselbe Farbe auf dem Haar. Ich weiß es nicht, ich kann mir da beliebig viel vorstellen. Ich glaube aber, unsere Beziehung zum Körper ändert sich. Unser Körper ist halt ein, also sollte sich meine Einschätzung haben, unser Körper ist ein Gegenstand, mit dem wir umgehen, der natürlich auch irgendwie, wie alle Gegenstände, die wir besitzen, auch eine Rückwirkung auf uns hat. Die Dinge, die ich besitze, prägen natürlich auch mich, weil die halt prägen, was ich tun kann, weil die meinen Aktionsradius vielleicht verändern. Und meinen Körper möchte ich genauso sehen. Daraus folgen, glaube ich, ein paar Dinge, die wir dann anders denken müssen in unserem Umgang miteinander, vielleicht auch in der Perspektive auf die Welt, die wir auch geschaffen haben. Vielleicht brauchen wir neue Rechte, vielleicht brauchen wir auch andere Pflichten. Ich habe jetzt aus MS Pros Playbook ein bisschen was kopiert. Ich stelle jetzt absurde Forderungen auf und wir gucken mal, was passiert. Ich fordere ein neues Recht auf die Modifikation des eigenen Körpers. Ich finde, mein Körper ist mein Besitz und wenn ich möchte, dann darf ich den verändern und zwar, wie ich das will. Und das kann bedeuten, dass ich mein Geschlecht ändere. Das kann bedeuten, dass ich mir einen mechanischen dritten Arm an den Bauchnabel pinne. Das ist scheißegal, was ich will. Das steht mir zu, wenn ich die Ressourcen dafür aufbringen kann. Also ich meine, ich kann es ja crowdfunden. Vielleicht crowdfund ich mir einen dritten Arm. Genau. Natürlich können wir daraus nicht, man muss bei solchen Rechten natürlich ein bisschen aufpassen. Es wird gerne, es war vor ein paar Jahren mal von irgendeinem FDP-Menschen wurde gefordert, ja, wir müssen ja Leuten, die kein Geld haben, nicht Hartz IV geben, die können ja erstmal eine Niere verkaufen. Das ist natürlich absurd. Das ist nicht das, was an dieser Stelle gefordert ist. Ich möchte, dass Biohacker sicher sind. Ich möchte nicht mehr, dass sie irgendwo anfangen, sich selber halb betrunken zu machen und sich dann selber die Haut aufschneiden, um sich Magneten einsetzen zu können. Da müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen wollen und wie wir die rechtliche Situation schaffen, dass Menschen mit ihrem Körper umgehen können, wie sie das wollen. Weil ich finde, das ist ihr Freiheitsrecht und das steht ihnen zu. Da muss man natürlich an vielen, vielen rechtlichen Hürden arbeiten, da muss man viele Gesetze verändern. Da muss man sich halt auch sehr genau überlegen, wo man vielleicht auch dann doch noch eine Grenze zieht oder wie man halt sicherstellt, dass das nicht ausgenutzt wird, um beispielsweise Leute, die kein Geld zu haben, dazu zu zwingen, dann doch ihre Niere zu verkaufen. Aber ich finde, das grundsätzliche Recht ist eine der Forderungen, die ich jetzt aufstelle. Das zweite ist das Recht auf digitale Unversehrtheit. Das sollte man nicht falsch verstehen. Das bedeutet für mich nicht, dass nicht unter Umständen der Staat das Recht haben kann,
sich eine Kopie meiner Daten zu ziehen, weil er ein Delikt aufdecken möchte. Ich finde, was ihm aber nicht zusteht, ist, alle meine Infrastruktur mitzunehmen und mich aus meinem sozialen Netzwerk, von meinen Freunden und von mir zu entfernen. Dankeschön. Ich halte die Idee, dass beispielsweise, wenn es halt ein wirklich relevantes Delikt ist, dass die Polizei kommt und einfach einen Snapshot meiner Platte nimmt, halte ich für genauso legitim wie, dass sie unter Umständen mal Fingerabdrücke von mir nehmen müssen. Das kann halt mal gerechtfertigt sein. Vielleicht nicht in dem Maße, wie das heute stattfindet, aber grundsätzlich halte ich das für okay. Es ist halt nur nicht okay, es mir wegzunehmen. Genauso werte ich eine DOS-Attacke auf den Datenspeicher einer anderen Person, also wenn ich eine andere Person wegdedosse, das ist ein Angriff. Und ich werte das genauso, als würde ich ihm ins Gesicht schlagen. Und das sollten wir auch dementsprechend angehen können. Denn das ist halt genauso wie einer Person, keine Ahnung, den Arm auf den Rücken binden. Das ist, ich nehme einer anderen Person die Handlungsfreiheit weg, und zwar eine integrale Handlungsfreiheit weg. Auch da ist natürlich schwierig, ich stelle hier plakative Forderungen. Die hässliche Arbeit überlasse ich den Politikern. Auf die genaue Abgrenzung müssen wir uns halt nochmal einigen, aber ich halte das grundsätzliche Recht darauf für wirklich integral aufgrund der Art und Weise, wie wir uns halt heutzutage miteinander austauschen, wie wir arbeiten. Was weiteres, was sich daraus für mich ableitet, weil ich ein Knoten im Netz bin, finde ich, hat jeder Mensch auch das Recht auf Teilhabe am Netz. Und das hat natürlich viele Konsequenzen. Das geht beispielsweise in Richtung wie vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil mir das die Möglichkeit gibt, frei zu agieren und mich in diesem Netz als Person zu bewegen. Das bedeutet auch, dass ein Zugang am Internet ein Menschenrecht ist, meiner Einschätzung nach, um sich als Mensch in der Art und Weise, wie wir heute als Menschen / Cyborgs leben, entfalten zu können. Auch wichtig, dass ein Menschenrecht und kein Bürgerrecht für mich. Also steht jedem zu, ob man Bürger ist oder nicht. Es gibt eine Frage. Zeugnisverweigerungsrecht für Smartphones und 20 Minuten später sagst du, dass die Polizei dir durchaus alle Daten kopieren darf. Widerspruch? Vielleicht in gewisser Weise. Das Problem ist einfach zu sagen, nein, keiner darf mir auf irgendwas zugreifen, weil ich jetzt einfach sage, das gehört irgendwie vielleicht zu meinem Geist. Erlaubt uns halt ganz viele Verbrechen eben nicht mehr aufzudecken. Und natürlich kann man sagen, ja gut, dann ist es halt so. Ich bin kein Anarchist. Also ich glaube schon, dass wir Regeln haben wollen, wie wir miteinander umgehen und auch gewisse Regeln wir durchsetzen müssen. Von daher erlaube ich halt einer Behörde unter Umständen eben auch bestimmte Rechte von mir zu überschreiten, weil das Greater Good, die Gesellschaft vielleicht an der Stelle ein Interesse daran hat. Schon an? Hört man mich? Ja. Gut. Du kannst ruhig ein bisschen radikaler werden. Also zum Beispiel für Tagebücher ist es anerkannt, dass es ein Beschlagnahmeverbot gibt. Das dürfen sie, das darf die Polizei nicht mitnehmen, selbst wenn da was Interessantes drinsteht. Warum soll sowas nicht auch für ein Smartphone gelten, wenn es die gleiche Funktion hat? Interessanterweise, ich war von sowas Ähnlichem mal betroffen. Natürlich dürfen Sie das Tagebuch nicht mitnehmen und die entschuldigen sich danach auch echt, dass Sie es gemacht haben. Es tut Ihnen wirklich leid. Ups. Natürlich dürfen Sie es nicht auswerten. Ich vergesse auch alles, was ich da drin gelesen habe. Also, natürlich dürfen Sie das nicht, aber natürlich können Sie die Informationen, die Sie da gelesen haben, für alle möglichen Geschichten fallen. Die Trennschärfe ist an der Stelle natürlich sehr, sehr schwierig. Und deshalb, ich habe mich halt hier nicht hingestellt und gesagt, alles was, jedes Bit, wo du potenziell mal den Finger dran gehabt hast oder den virtuellen Finger dran gehabt hast, darf halt niemand anderes mehr anfassen. Ich glaube, das ist schwierig durchzusetzen. Wir müssen uns halt irgendwie überlegen, dass wir unter Umständen in der Lage sein wollen, Menschen zu sanktionieren für Verhalten, was eben nicht tragbar ist für uns als Gesamtgesellschaft. Und irgendwie sollen wir halt da an der Stelle... Wir wollen ja irgendwie in einer Form, glaube ich, eine Form der Polizei haben, denke ich. Und die komplett abzuschneiden, funktioniert, denke ich, nicht. Ich würde sonst eben die letzten nicht mehr so vielen Folien durchgehen. Ich habe, glaube ich, noch zwei. Nein, nein, es gab nur eine Zwischenfrage. Ist das okay? Danke. Wenn wir aber anfangen, Mensch anders zu denken und uns eben vielleicht auch andere Rechte einräumen, dann stolpern wir plötzlich aber auch über andere Probleme. Und zwar, ab wann stehen eigentlich künstlichen Agenten dann Grundrechte zu?
Denn wenn ein Mensch nur noch irgendwie ein Bewusstsein ist, was potenziell einen Körper hat, der irgendwie gestaltet ist, dann sind wir irgendwann an der Position, wo unter Umständen ein Softwareagent vielleicht auch in der Lage ist, das zu tun und dem dann auch Rechte zustehen. Das ist, zurzeit stehen wir da noch nicht. Also so clever sind Softwareagenten noch nicht. Aber es gibt immer schon wieder so sehr eingeschränkte Fälle, wo Software den Turing-Test besteht. Es gab neulich einen Fall, der rumging, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, da hat man Psychologen mit, ich glaube, schizophrenen Menschen sprechen lassen und einen Agent geschrieben, der schizophren antwortet. Das war nicht mehr zu unterscheiden für die Psychologen. Das heißt, für sehr spezielle Fälle gibt es das schon. Und wie wollen wir damit umgehen? Wenn man sagt, nein, das kann ja nicht sein, dass eine Software Rechte kriegt, dann müssen wir eigentlich verargumentieren, warum entstehen eigentlich aus einem biologischen Körper diese Rechte und aus anderen Körpern nicht. Das ist eine Frage, die in der Zukunft dann auf uns zukommt und das ist natürlich auch eine Grenze, wenn wir anfangen, uns jetzt alle möglichen Rechte zuzugeben, dann hat das vielleicht eben auch Seiteneffekte wie das. Auch darüber müssen wir uns klar sein. Wie ich schon sagte, ich habe jetzt nur ein paar absurde Forderungen in den Raum geworfen, das ist ja kein fertiges, ich habe jetzt ein fertiges Weltbild, was ich euch füttere, sondern das sind einfach Ideen. Die Arbeit ist hart und da schließe ich mir MS Pro an, ich bin ein durchgängig sehr fauler Mensch. Die richtig hässliche Arbeit überlasse ich euch. Wir haben gleich noch ein bisschen Diskussionsbereich. Was ich motivieren möchte, ist eigentlich, wir müssen uns damit beschäftigen. Denn wenn wir uns damit nicht beschäftigen und das formen und das ganz klar für uns auch verargumentieren und abgrenzen und Konsens aushandeln, wie wir damit umgehen wollen, dann kommt die normative Kraft des Faktischen und entscheidet das für uns. Dann sind wir aber nicht mehr Akteur, dann sind wir nur noch Objekt einer Welt, die irgendwie sich in irgendeine Richtung entwickelt hat. Wir müssen uns entscheiden, was wollen wir sein, wie wollen wir miteinander umgehen und wie wollen wir leben in Zukunft. Und das ist an der Stelle, glaube ich, das, was wir formen müssen. Dankeschön. Und jetzt gibt es überall Fragesachen. Ja, danke für diesen sehr inspirierenden Vortrag. Ich hatte ähnliche Gedanken damals bei der Staatstrojaner-Affäre. Und als es dann tatsächlich ja genau um diese Frage geht, rechtlich gesehen war es ja erlaubt, dass sozusagen in der Kommunikation mitgeschnitten werden darf, ja, wie bei der Telefonleitung analog. Aber tatsächlich der Trojaner ja immer an einer Stelle angesetzt wird, bevor die Daten, die Bits sozusagen in die Leitung hineingehen. Das heißt sozusagen, es wird an der Stelle abgegriffen, wo noch keine Kommunikation stattfindet, sondern tatsächlich sozusagen noch der Gedankenbildungsprozess im Gange ist. Und das ist ja analog zu deiner Idee, dass wir Gedankenbildungsprozesse ja mittlerweile sozusagen externalisiert haben in unsere Devices und damit eigentlich so eine Art von, im Grunde genommen, sich in unsere Devices einzuhacken und dort reinzuschnüffeln, heißt eigentlich Gedanken lesen. Ja? Ich meine, es gibt dieses schöne Lied, irgendwie Gedanken sind frei. Ich glaube, das ist nicht mehr, das ist einfach nicht mehr, das stimmt nicht mehr. Ja? Man kann Gedanken heutzutage lesen, sofern sie sich in diesen Externalitäten sozusagen vorausdrücken und ich dann Keylogger drin installiert habe. Und insofern würde ich da tatsächlich das nochmal auch radikaler sehen wollen. Also da war dann tatsächlich auch diese im Gespräch zu sagen, ja, wenn dieses Dazwischen, dieses Inter der Kommunikation nicht mehr definierbar ist, sondern man sozusagen in Gedankenbildungsprozesse mit reinschaut, dann müsste man das auch alles verbieten, ja. Und also eine totale digitale Integrität eines Individuums, egal wie weit es sich ausbreitet. Aber du hast wahrscheinlich recht, das lässt sich nicht so richtig machen. Ne? Und eigentlich hat ja Skype, dadurch, dass sie sozusagen eine Abhörschnittstelle anbieten für Behörden, löst das Problem ja in gewisser Weise, weil ja tatsächlich dort dann erst in der Kommunikation die Abhörgeschichte ist. Also, und vielleicht naja, wo Skype genau anfängt mitzuschnüffeln, weiß ja nicht. Ja, genau. Also und wenn deine Idee halt so von wegen Behörden nehmen sich einen Snapshot von deinen Devices, irgendwie können sie, das müsste man dann ja auch wahrscheinlich durch so eine Schnittstelle dann lösen. Ne?
Schwer zu sagen. Wie gesagt, da geht es noch um die genaue Ausgestaltung. Snapshot des Weißes ist jetzt natürlich auch sehr, sehr plakativ gedacht. Letzten Endes will man natürlich da auch klare Grenzen festlegen, welchen Teil sie wirklich snapshotten dürfen und welchen nicht. Ich halte es halt nur nicht für durchsetzbar zu sagen, nein, wir definieren jetzt, dass dieses Smartphone halt auch Teil von mir ist und damit darf da niemand mehr irgendwas irgendwie jemals tun. Ich glaube, das ist halt, wird nicht langfristig funktionieren an der Stelle. Aber wo da die Grenze zu setzen ist und wie man die dann auch durchsetzt, also dass die Einhaltung dieser Grenze durchsetzt, das ist schwierig. Als überzeugter Cyborg, der das voll unterschreibt, was du gesagt hast, habe ich eine Frage an dich. Ich betrachte mich selbst als alles das, was meinen Körper ausmacht und die entsprechenden Weiterungen, also auch mein Laptop ist für mich eine Denkprothese, über Zahnprothese muss man nicht mehr sprechen. Ich habe eine spezielle Frage, weil du mehrfach auch das Wort Bewusstsein, Leib und Seele verwendet hast. Besteht nicht die Gefahr bei dieser durchaus technischen Betrachtung des Selbstumbaus, dass wir beim Konstruieren von Körperweiterungen und Denkerweiterungen uns den alten Leib-Seele-Dualismus der Religionen durch die Hintertür wieder einhandeln, indem wir von Hardware und Software sprechen? Gefahren bestehen natürlich immer, aber weiß ich nicht. Sehe ich jetzt nicht als das große Problem, man muss ich zugeben. Also nur noch einen Satz dazu. Nach meiner Definition, wenn wir in der Lage sind, ein Bewusstsein halt irgendwie so abzubilden, dass wir es in Code gießen können und es dann im Internet läuft, dann läuft das halt im Internet. Das hat, finde ich, dadurch nicht weniger Rechte. Ich habe zwei Anmerkungen. Zum einen finde ich es schwierig, die Grenze bei der Hardware zu machen, wo Hardware und Software insoweit zusammengehen, dass es Medikamente oder beziehungsweise Substanzen gibt, die natürlich auch den Körper beeinflussen können und oder den Geist beeinflussen können. Ich spreche nicht nur von Drogen im herkömmlichen Sinne, sondern von sowas wie Modafinil, was eine Wachmachsache ist. Also man bleibt so lange wach, bis man dann schlafen geht und hat davon keine langfristigen Nebeneffekte. Ich spreche von Intelligenzboostern, die in ein paar Jahren auf den Markt kommen werden und so weiter. Da muss man sich auch nochmal die Frage stellen, ob man dann die Forderung nach dem Recht auf körperliche Modifikation denn dann auch mit in den chemischen Bereich sozusagen, hier in den chemischen Bereich nimmt. Und die andere Sache ist, dass bei dieser Forderung nach körperlicher Modifikation natürlich auch eine ganz klare Grenze zu ziehen ist irgendwo. Also man muss schon aufpassen. Wenn ich die Forderung stelle, ein Mensch gehört seinem Körper selber, bringe da eine gesellschaftliche Verantwortung mit rein oder ich lasse sie ganz raus. Nur dann wenn ich sie rauslasse, dann habe ich eben auch keine Mechanismen mehr, um einen Selbstmord zu verhindern oder Ähnliches. Oder eben Menschen, die ein Amputationsbedürfnis haben, was auch eine Krankheit ist möglicherweise. Wo zieht man genau diese Grenze? Wo sagt man, hier habe ich als Gesellschaft den Auftrag, etwas zu verhindern und hier habe ich als Gesellschaft den Auftrag, einen expliziten Wunsch zu befördern? Da muss man nochmal reinarbeiten, denke ich. Stimme ich völlig zu. Also natürlich. Der Punkt ist, dass, was du gerade sagst, es gibt ja wirklich Menschen, die so ein Amputationsbedürfnis haben. Und das ist ein sehr, sehr schwerer Grenzfall und ich bin sehr dankbar, dass ich keine Gesetze schreibe. Denn weil wir Teil eines Netzes sind, haben wir Verantwortung füreinander. Also das ist für mich nicht trennbar vom Denken. Also ich habe Verantwortung für alle hier vor mir, dass es denen so gut geht wie möglich, sonst können wir nicht zusammenleben. Und das müssen wir natürlich auch auf sowas anwenden. Selbst wenn wir neue Rechte für Individuen definieren wollen, müssen wir immer denken, wie wir da sicherstellen, dass wir trotzdem uns gegenseitig schützen können vor Schaden, wie wir dafür sorgen können, dass wir gut miteinander umgehen können. Selbstverständlich. So, ich habe ein Anmerken zum anderen Bereich und zwar zur Sache, dass wir eben Akteure sein müssen und nicht Objekte einer Entwicklung, ist für mich das eines der dringendsten Felder ist, dass Implantate, technische Devices nicht der Eingang von Großkonzernen in den menschlichen Körper bedeuten dürfen. Denn einerseits habe ich eine große Sehnsucht danach, auch es in den Körper reinzubringen, aber ich möchte Google und Apple nicht in meinem Körper haben. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ich denke, was halt wichtig ist, dass man eben community-driven, freiere Projekte hat. Und wenn man Firmen
von mir aus etabliert, die sowas natürlich bauen und entwickeln, dass das mehr auf einer genossenschaftlichen, gemeinschaftlichen Sache ist, als einfach ein paar Manager deciden mal wieder, wie unsere neuesten Implantate aussehen sollen. Dass du selbstverständlich das Recht hast, Apple oder Google nicht in deinem Körper zu wollen, halte ich für offensichtlich, natürlich. Da bin ich zumindest bei der Hälfte schon bei dir. I for one welcome our new Google Overlords. Nein, mal im Ernst. Das ist eine Linux-Kiste. Ich halte sehr, sehr viel davon, dass wir uns Infrastruktur losgelöst vielleicht von dem reinen Profitgedanken schaffen, denn ich glaube, das führt halt nicht beliebig weit. Ich glaube, da halt harte Grenzen irgendwie definieren zu wollen, funktioniert nicht. Ich finde, es steht jeder Firma zu, halt da ein Implantat zu entwickeln, was toll ist. Und wenn Google ein tolles Implantat anbietet, dann gucke ich mir das an und überlege, ob ich das haben möchte oder nicht. Und wenn dann halt nebenher aus dem 3D-Drucker im lokalen Hackerspace was rausfällt, dann ist das halt noch cooler, weil da kann ich halt vielleicht dann auch das Ding nicht nur blau und rot machen, sondern auch gelb, grün und mit pinken Ponys drauf. Also was auch immer ich will. Dass wir halt insgesamt vielleicht in so eine mehr genossenschaftliche Geschichte denken müssen, gerade wenn es halt um so integrale Sachen für uns geht, sehen wir ja ständig. Also wenn wir sehen, wie gerade Twitter auseinanderfällt, was für viele von uns echt ein wichtiger Kommunikationsteil irgendwie geworden ist, und wir sehen, da entscheidet halt auf einmal aus irgendwelchen Gründen jemand, die, auch unseren Zugang, ich meine, die API ist ja auch unser Zugang zu diesem komischen Ding. Oder zum Beispiel sowas. Also natürlich fällt uns da ganz schnell auf, und ich glaube, Sime macht da gleich auch noch einen Workshop zu, dass man sich halt überlegt, wie stellt man sowas halt auf andere Beine. Das setzt sich dann logisch fort, das fängt halt beim Kernel des Laptops an, auf der vor mir steht, und setzt sich dann natürlich auch irgendwann dazu fort, Prost, überhaupt kein Problem, das setzt sich natürlich dann auch fort, woher der Arm kommt, den ich mir dann dran setze. Klar, stimme ich völlig zu. Und dass wir als Gesellschaft uns vielleicht dann auch überlegen müssen, wie wir sowas noch besser... Also Entwicklung einer Body Modification ist halt auch signifikant teurer, als mal eben Twitter-Client zusammen zu hacken. Da müssen wir uns halt auch überlegen, wie kriegen wir das hin? Also gibt es da halt Modelle, wie wir als Gemeinschaft dafür die Ressourcen bereitstellen können, um sowas zu entwickeln? Du sprachst das an, vorhin, mein Körper gehört mir und ich kann damit eigentlich machen, was ich will. Das ist ja auch richtig, und wenn wir über diese Grenzen sprechen, wo das aufhört oder was man darf. In letzter Konsequenz gehört natürlich auch das Recht dazu, meinem Leben ein Ende zu setzen, wenn ich das für richtig halte. Aber da gehört natürlich ganz klar dazu, dass man die Grenze da zieht, wo derjenige eben nicht mehr frei in seiner Entscheidung ist, weil er zum Beispiel krank ist oder und auch da muss man dann letztlich entscheiden, ist es vielleicht trotzdem sein freier Wille, trotz der Krankheit, ne? Das wäre so ein Grenzfall. Und da würde ich sagen, ich persönlich bin auch eher dafür, die Rechte da möglichst weit zu spannen, wenn man die Leute eben tatsächlich vor ihrer Krankheit bewahrt. Und ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, das fand ich ganz interessant, weil du das eben so sagtest, da stehen wir noch nicht, ob Agenten eine eigene Persönlichkeit zum Beispiel sein können oder ob das nur aus dem Körper kommt. Wir haben ja jetzt schon den Fall, dass das nur aus dem menschlichen Körper raus definiert wird. Tiere haben ja diese Persönlichkeit auch nicht. Insofern, doch wir stehen eigentlich schon da, dass das nicht notwendigerweise mit einem Körper zusammenhängt. Und ich würde sagen, ein Agent, eine Software oder wie auch immer, hat dann eine Persönlichkeit, wenn sie anfängt, sie für sich einzufordern und sich hinzustellen und sagen, ich bin eine Persönlichkeit, ich vertrete meine eigenen Interessen. Und dann sollte man das akzeptieren, also wenn dieser Fall dann auftritt. Das hat, als ich einreichte, fragte mich Gedankenstücke, ob ich nicht was zu Affen einreichen wollte. Und das trifft auch genau das hier. Viele Affen sind halt schon, die haben ein Konzept von Ich und ein Konzept von Du. Und natürlich hat das auch dahin auf einmal Konsequenzen. Wenn wir halt Mensch anders denken und eben nicht mehr Mensch ist halt diese biologische Spezies mit diesem Körper, sondern halt einfach auf so einer, das ist halt ein mentales Ding, was halt vielleicht auch ein Körper hat, dann kommen wir halt zum Beispiel noch nicht drum rum, uns überlegen, welche Affen vielleicht welche Freiheitsrechte plötzlich haben. Ich weiß jetzt nicht, ob jedem Affe dann auch ein Smartphone zusteht und ein bedingungsloses Grundeinkommen, das weiß ich nicht. Das ist noch eine andere Diskussion. Also ich unterstütze bedingungsloses Grundeinkommen auch für Affen, aber... Klar, wir sehen halt an der Stelle, wie viele Bereiche das plötzlich trifft und wie das auch nicht nur, wir denken halt immer menschenzentriert, weil wir Menschen sind, das ist ja auch legitim, aber die Welt ist eben nicht nur wir Menschen und es gibt eben ganz viele drumherum, bei denen wir uns dann auch überlegen müssen, wie gehen wir denn damit um und steht dann nicht auch jemandem anderen recht zu. Aber das Problem mit dem,
das Recht auf Freitod ist halt wirklich ein schwieriges Thema. Das haben schon signifikant klügere Menschen als ich als echt schwer bezeichnet und haben auch keine fertigen Lösungen gehabt. Ich delegiere das dann an die Schwarmintelligenz. Okay. sind wir wieder schuld. Ja, erstmal danke, dass du mich zwingst, meinen Vortrag anders zu halten, als ich das erst vorhatte. Das ist ganz großartig, weil ich jetzt auf ganz viele Sachen Bezug nehmen kann, die du schon gesagt hast. Es macht aber nichts. Das Teamwork. Genau. Ich möchte einen Widerspruch anbringen bei deinem Problem mit, ich nenne das jetzt mal digitale Gewalt. Also zum Beispiel, ich habe irgendwie deinen V-Server identifiziert, auf dem du deine To-Do-Applikation laufen hast oder deinen Mail-Eingangsserver und ich dosse den jetzt. Und ich behaupte, das ist weniger schlimm, als wenn ich dir zum Beispiel ins Gesicht schlage, wie du das vorhin verglichen hast, weil du hast halt nur ein Gesicht, aber einen neuen V-Server aufzusetzen kostet dich halt Arbeit, aber es tut dir letztlich nicht weh, wenn du ein aktuelles Backup hast, dann hast du halt einen gewissen, aber vergleichsweise kleinen Ressourcenaufwand. Wenn ich ein aktuelles Backup meines Gesichts irgendwo vielleicht in so einer Suppe habe, genau, habe ich auch kein Problem. Also aber das hast du halt noch nicht. Und den V-Server, den hast du halt, wenn du das richtig tust, hast du halt ein Backup. Also du hast bei digitaler Gewalt ganz andere Verteidigungsmöglichkeiten als bei psychischer oder vor allem physischer Gewalt. Wenn wir uns schon mal darauf einigen, dass das halt digitale Gewalt ist und eben auch in der Form irgendwie angegangen und auch verargumentiert werden muss, dann können wir gerne nochmal über Schwere gerade diskutieren. Das andere, es wird die ganze Zeit die Frage gestellt, ja, wie kann man denn möglicherweise den Rechtebegriff ausdehnen vom menschlichen Körper hinweg? Aber das Prinzip gibt es ja schon im deutschen Rechtswesen, den Begriff der Person, der macht ja genau das und der löst auch genau diese Frage zu ganz großen Teilen, weil nämlich genau dort von der biologischen Identität schon weggegangen wird, man irgendein Konzept hat und dieses Konzept wird ausgestattet mit ganz vielen Rechten und das kann man möglicherweise einfach klauen. Ja, sicherlich, also da kann man sicherlich eine ganze Menge machen. Zurzeit ist halt das, es gibt ja natürliche und juristische Personen und natürliche Personen werden halt Rechtssubjekt mit ihrer Geburt. Das hängt halt dann an so einem Körperding. Und natürlich kann man sich halt überlegen, ob man da, vielleicht kann man doch einfach mal so ein bisschen Refactoring betreiben und das Ganze mal so ein bisschen zusammensortieren. Andererseits, dieses ganze Corporations Act People ist halt auch Bullshit. Das wollen wir eigentlich nicht haben. Die haben ja keine Menschenrechte und so gelöst. Also da die Trennung zu schaffen, ist halt auch nochmal harte Arbeit. Aber ja, ich möchte auch an das mit der digitalen Unversehrtheit anknüpfen. Zuerst denke ich, dass es sehr wichtig ist vor allem das heimliche Überwachen und Manipulieren meines ausgelagerten Gehirns zu verbieten. Also heimlich überwachen, manipulieren, Informationen heimlich rausnehmen oder einschleusen ist, denke ich, sogar schlimmer als mir mein ausgelagertes Gehirn wegzunehmen oder zu blockieren. Stell dir vor, du verlierst dein digitales Adressbuch. Das ist zwar scheiße, aber du merkst es wenigstens sofort. Aber was ist zum Beispiel, wenn du Nachrichten von deinen vermeintlichen Freunden bekommst und es sind gar nicht deine Freunde? Also rein machttheoretisch ist, denke ich, so das heimliche Überwachen und Manipulieren einfach fortgeschrittener und effektiver als das Blockieren und Sperren und Ausschalten. Ist die erste Geschichte. Und dann muss man sich natürlich fragen... Stimme ich völlig zu und gehört dann auch zu dem Recht auf digitale Unversehrtheit. Genau das. Und dann muss man sich fragen, wie das zusammenspielt mit den Grundrechten für Softwareagenten. Google hat in den USA, soweit ich weiß, Juristen beauftragt, die argumentieren, dass das Ergebnis des Google-Suchalgorithmus unter die Meinungsfreiheit fällt. Also wenn Google eigene Angebote und Partner in den Suchergebnissen bevorzugt, dann ist das sozusagen die Meinungsfreiheit des Google-Bots. Und ist es sozusagen auch die Meinungsfreiheit deines externalisierten Gehirnes, wenn es dir Sachen vorenthält oder wegsperrt oder vorgaukelt oder so? Ich würde beispielsweise die Google-Suche nicht als zwingend als Teil meines Gehirns sehen. Also das ist halt ein Tool, was ich benutze, aber das ist für mich halt nicht so... wir haben da halt immer das Problem der mangelnden Algorithmentransparenz natürlich. Also ich bin kein Jurist, von daher kann ich nicht verargumentieren, ob man jetzt das konstruieren kann im amerikanischen Recht, dass das eine Meinungsäußerung ist oder nicht. Ich meine, uns ist ja klar, dass Algorithmen nicht neutral sind.
Ein Algorithmus ist immer auch wieder ein soziotechnisches System aus halt irgendeinem Code und einem Modell der Welt, was halt ein Entwickler da reingepackt hat. Man kann halt den Algorithmus nicht losgelöst vom Entwickler denken. Wie da an der Stelle Meinungsfreiheit reingeht, ich glaube, also man kann natürlich die Frage stellen, ob Google aufgrund seiner Marktposition und aufgrund von Monopolproblematiken, ob man da andere Anforderungen dran stellen möchte, aber grundsätzlich könnte ich mich der Argumentation sogar durchaus anschließen. Die Frage ist natürlich, ob die Infrastruktur, auf die wir uns wirklich für unsere Erweiterung, für unsere digitale Erweiterung vielleicht verlassen, ob wir die halt in irgendwelche Datensilos komplett geben, das ist schon jetzt keine sehr kluge Idee. Also ich benutze diverse Google-Dienste, aber ich halte mir eigentlich von allen Sachen Backup. Also alle meine Mail, ich benutze Google Mail für meine Mails, aber ich habe immer ein aktuelles Mail-Backup bei mir herumliegen. Ich benutze halt das, was mir so ein Dienst anbietet, aber nicht unreflektiert und eben auch, ich liefere mich dem nicht voll aus, weil das Teil von mir ist und ich unter Umständen vielleicht auch die Freiheit haben möchte, weil ich der Firma nicht mehr traue, das eben nicht mehr auf deren Infrastruktur abfrühstücken zu können. An der Stelle können wir, glaube ich, als Community noch viel mehr tun, da gemeinsam eben nicht nur gemeinsam uns alle zu bestätigen, dass man da mal was tun müsste, sondern gemeinsam Möglichkeiten eben finden, das vor allem ganz platt gesagt mit Ressourcen auszustatten. Und das ist eben zurzeit, wir alle wissen, dass wir ein Problem damit haben, wenn irgendeine Firma sich gegenüber uns nicht korrekt verhält und dann gibt es halt einen großen Shitstorm und alle sagen, oh Gott, hier, Twitter ist doof, Facebook ist doof und Google hat doofe Ohren, aber wir lösen das Problem nicht. Wir schütteln uns alle die Hand und sagen, stimmt, was Twitter tut, ist doof, aber gut, Sai löst das Problem jetzt gleich, das ist sehr schön für uns, aber aber wir führen halt die Diskussion zu wenig. Wie gehen wir denn diese Probleme wirklich gemeinsam an? Und ich meine, um Akteure zu werden, können wir uns halt eben nicht irgendwelchen anderen deutlich mächtigeren oder deutlich ressourcenreicheren Akteuren ausliefern. Aber ich habe den Faden jetzt in der Antwort ein bisschen verloren. Ich würde gerne noch mal ein bisschen darauf hinzukommen, was der Nick Haflinger angesprochen hatte. Was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, war, du hattest das Zitat "You are mind, you have a body". Aus meiner philosophischen Ansicht ist dieser Körper ich und dieser Körper erzeugt den Geist, das macht, also da ist keine Trennung. Und genau deswegen, also ich würde es auch genauso argumentieren, dass ich mich selbst modifizieren kann, also da sind wir wieder auf einen Punkt, aber ich finde das ist schon problematisch, das zu betrachten, so von wegen, ich bin dieser Geist und ich kann, das ist jetzt meine Hardware, so dass, also ich habe diesen Body, weil das ist ja immer noch ein Teil von mir. Ich kann den Teil von mir verändern, ich kann ja auch meinen Geist verändern. Also es gibt da durchaus aktive Techniken, wo ich fundamental mein Wesen verändere. Da läuft gerade drüben ein Vortrag zu. Und das ist schon. Also ich meine, das ist eine lange verbreitete Kulturtechnik und ich muss da nicht diese Trennung zwischen Geist und Körper haben. Also es würde mich nochmal interessieren, wie du das siehst. Ich glaube, dass es in der Konsequenz gar keinen ganz großen Unterschied macht. Das ist so eine philosophische Diskussion, die man führen kann. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Körpergefühl zu tun. Ich habe zum Beispiel nicht viel davon. Je mehr Stress ich habe, desto weniger ist dieser Körper meiner. Wenn du das anders wahrnimmst, dann nimmst du das vielleicht anders wahr. Ich weiß nicht, ob das für die Argumentation selber den ganz großen Unterschied macht. Also das ist halt meine Perspektive auf die Welt, vielleicht hast du eine andere. Ich glaube aber, du leitest wahrscheinlich dieselben Rechte daraus ab. Also zumindest so, wie ich das jetzt gerade verstanden habe. Von daher ist es halt, you say tomato, I say tomato. Und die Konsequenzen sind aber identisch. Und natürlich können wir uns halt auch, das ist halt eine interessante philosophische Diskussion für so einen Abend, wenn man mal Zeit hat. Aber ich glaube, die Konsequenz ist dieselbe. Okay, moin. Ich würde noch mal einen anderen Aspekt beleuchten wollen. Und zwar, wenn du das Recht auf die Modifikation des eigenen Körpers postulierst, dann ist auch die Frage, ne, wer kann das wie? Und de facto wird sowas immer teuer sein, irgendwie im Zweifel. Also, und wenn man jetzt sagt, daraus würde eventuell folgen, dass diejenigen mit dem meisten Geld auch die geilsten Körper haben, was auch immer Körper dann bedeutet, und somit das so ein bisschen zu so einer Elitenfestschreibung führt.
Also wer schon jetzt reich war, der wird es dann total bleiben. Okay, ist jetzt vielleicht sowieso auch schon ein bisschen so, aber sozusagen so eine Klassengesellschaft, die diese, wer kann sich die geilsten Modifikationen leisten und ist deswegen leistungsfähiger als andere, kann länger wach bleiben und ist, hat einen Intelligenzpush und was weiß ich. Ja, das ist, glaube ich, eine ethisch auch schwierige Frage, dieses Körper-Mainstreaming durch die geilste Technik. Ich meine, vor dem Problem stehen wir heute eh schon ständig. Also wir sehen immer, dass es gibt dieses Zitat, Geld kommt nur zu Geld. Wenn du viel hast, dann wirst du immer mit Geld zugeworfen. Das ist völlig absurd, aber du kriegst plötzlich immer mehr. Also ich arbeite ja in der Forschung. Wenn du ein großes, renommiertes Forschungsinstitut bist, dann kriegst du Geld. Du musst die Tür abschließen, dass es dir nicht reindrücken. Wenn du klein bist, kriegst du nichts. Das ist schwierig. Andererseits kann halt so Technologie und gerade auch so demokratisierte Technologie, wo wir ja uns als Community auf einmal die Möglichkeit schaffen, keine Ahnung, wir bauen uns auf einmal 3D-Drucker, die vorher halt auch nur eine Elite hatte. Wenn wir in die Richtung gehen, kann man das ein bisschen auflösen. So Technologie kann aber auch genau solche Ungleichheiten weniger schlimm machen. Ich habe vor ein paar Monaten mal einen Artikel über Google Glasses geschrieben. Oder Glas? Glas, glaube ich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann können sich halt nur die sich diese Brille leisten können, die haben halt mehr Wert. Die sehen, können besser navigieren, können Fotos, was auch immer dieses Ding halt dann irgendwie kann. Andererseits muss man sagen, wenn ich Geld habe, dann habe ich heute schon Assistenten und eine Assistentin neben mir laufen, die das für mich tut. Das heißt, das gibt auf einmal plötzlich mehr Leuten die Möglichkeit, das zu tun. Und natürlich, je mehr wir da gemeinsam dran arbeiten, vielleicht ist halt irgendwann die Software umsonst und es fällt im Hackerspace aus dem Drucker. Und dann hat das halt einfach jeder. Und es gibt natürlich immer jemanden, der noch mehr Geld hat. Irgendjemand macht immer einen größeren Haufen als du. Aber die Frage ist halt, ob man das eindämmen kann in der Art und Weise, wie wir miteinander leben. Also wir haben halt eine Ungleichheit und das Problem hat man halt natürlich auch da. Das ist aber halt was wir gemeinsam angehen müssen. Da ist natürlich ist dann auch unsere Aufgabe, uns eben nicht einfach hier the new shiny, Apple hat jetzt schön designte Dinger, die kaufen wir jetzt alle und sind zufrieden. Natürlich müssen wir uns dann beschäftigen, das ist ja interessant, was die machen. Wie schaffen wir das denn, das zu machen und uns gegenseitig das Wissen dafür zu geben und uns die Macht zu geben, das zu verändern und unseren Ansprüchen entsprechend umzusetzen. Das Problem ist real, aber das ist halt überall und das ist nicht neu da. Es sieht dann nur anders aus, denke ich. Darf ich weitermachen? Selbstverständlich. Danke für die philosophischen Worte. Das Problem an der Stelle sehe ich in dem Moment, wo ich keinen Job kriege, weil ich nicht bereit bin, mir irgendeinen Chip einsetzen zu lassen. Und auf der digitalen Ebene kriegen doch so einige Probleme, auch wie Unmündigkeit und so, nochmal eine ganz neue Brisanz. Also ich denke, das ist schon schwierig. Ich finde es ganz toll, wenn sich Leute über Netzphilosophie unterhalten und lade dich auch ein, da vielleicht auch mitzumachen, zum Beispiel bei netzphilosophie.org. Was ich ja super großartig finde, ist, dass wir gerade irgendwo draußen einen Spitzer haben, der sich darüber beschwert, dass wir alle so wichtige kognitive Sachen verlernen und hier auf dem Piratenkongress sagen wir, ja, stimmt. Hast du denn gar keine Angst, irgendwie dann darüber wertvolle Kompetenzen zu verlieren? Nö. Also, ganz platt gesagt, ich war schon immer schlecht darin, Gedichte auswendig zu lernen. Im Speziellen von Goethe, ich kann ihn nicht ab. Jetzt kann man das halt doof finden, aber für mich ist halt sowas auswendig lernen kein sehr hilfreicher Skill für mich. Ich finde das langweilig. Das kann halt so ein Gerät für mich besser. Ich möchte interessante Sachen machen und ich glaube, dass halt über das, was ich in diesen Dingen habe, nachzudenken, ist spannender, als zu versuchen, es mit Gewalt immer reproduzieren zu können, wenn man sagt, sag mal ein Gedicht von Goethe auf. Also unsere Skills verändern sich natürlich auch und die Skills, die wir für notwendig erachten, verändern sich. Also heute ist ein wichtiger Skill in der Lage zu sein, einen Geldautomaten zu bedienen. Und das ist auch schon ein hochabstraktes Ding eigentlich. Man hat irgendwie so ein komisches leuchtendes Feld und dann muss man daneben komische Sachen drücken und plötzlich kommt Geld raus, das auch schon so ein abstraktes Ding ist. Das hätte man natürlich auch sagen können, ja, jetzt kannst du Geld abheben, aber einen Mammut erlegen kannst du immer noch nicht. Was ist denn das für... Natürlich, je weiter wir uns verändern, desto mehr verändert sich halt auch der Kanon aus Skills und Fähigkeiten, die für uns relevant sind. Ich habe daher davor wenig Angst. Natürlich muss man immer reflektieren, was man als nächsten Schritt tut. Ist das wirklich das, was du tun möchtest? Was gibst du dadurch vielleicht auf? Und sei es nur, weil du deine Zeit da investierst und halt die Zeit nicht in was anderes investieren kannst. Aber Angst davor habe ich nicht.
Also ich wollte nochmal darauf zurückgehen, weil ich denke, auf die Ressourcenfrage, die Jo Knopp angesprochen hat, weil ich, also ja, ich finde, du hast das Ressourcenproblem jetzt mit dem Argument, das haben wir heute ja auch schon, finde ich, wird es nicht wirklich gerecht, weil wir haben, also es sind halt, also an dem Beispiel, jetzt, wenn ich zum Beispiel die Lebenserwartung nehme, dann ist die Lebenserwartung nicht umsonst, also die Frage, ob die Lebenserwartung vom sozialen Status abhängt, ist nicht umsonst ein Indikator dafür, inwiefern eine Gesellschaft einen sozialen Ausgleich hat und entwickelt ist als Gesellschaft. Wenn ich jetzt das halt mit Modifikation weiterdenke, dann kann es halt irgendwann auch in Bereiche gehen, wo wirklich die Lebenserwartung zum Beispiel signifikant, also wirklich zu einem großen Prozentsatz davon abhängt, ob ich mir bestimmte Dinge einbauen lassen kann oder halt halt irgendwie, was weiß ich, Alterserscheinungen rückgängig machen kann. Das ist, denke ich, ein sehr großes Problem, weil wir da also es stellt halt viele Egalitätsprinzipien, die wir bisher hatten, durchaus in Frage. Also ich meine, es gibt ja dieses leicht so Galgenhumor-mäßige, sagt man ja auch, dass wir alle mal sterben müssen und daran sind wir gleich. Aber ich meine, wenn halt wirklich alles an dem, wie ich leben kann, sich durch Maßnahmen beeinflussen lässt, dann braucht es, denke ich, schon ein komplett anderes ethisches Konzept, als wir es heute haben. Ich verweise auf das da, weil ich mich so verstehe. Ich bin ein Knoten in einem Netzwerk. Das Netzwerk, in dem ich lebe, ist stärker, wenn die anderen Knoten auch stark sind. Ich möchte nämlich nicht der eine Superpeer sein, von dem alles abhält. Also wenn wir uns so wahrnehmen und so denken, dann können wir auch dieses Egalitätsproblem, glaube ich, mal anders, oder das Ungleichheitsproblem, was wir haben, mal anders angehen. Wir haben offensichtlich in unserer Gesellschaft jetzt, auch ohne Body Modifications in der Form, ein riesiges Ungleichheitsproblem. Darüber, das ist faktisch feststellbar. Und natürlich müssen wir da rangehen. Und natürlich wird das auch durch sowas weitergetragen. Aber auch das kann sich halt durch so eine Perspektivänderung, die wir haben, kann man da halt ein Bewusstsein für schaffen, wie man damit umgeht. MS Pro hatte da im Prinzip ja auch gerade drüber gesprochen. Diese Idee, dass wir uns miteinander messen müssen, die skaliert halt irgendwie irgendwann nicht mehr hoch. Also irgendwann hat dann halt einer alles und alle anderen haben nichts und irgendwie funktioniert das auch nicht so richtig. Ich glaube, da kann man wirklich einfach gerade aus der Diskussion über Verteilungsethik, das ist eine Diskussion über Verteilungsethik, die natürlich sich dann auch in der Verteilung von Body Modifications niederschlägt. Aber da gab es ja gerade von Herrn Seemann einen schönen Vortrag zu. Also ich will das nicht wegdiskutieren, natürlich ist das da, aber das löst oder nicht löst das Ding nicht. Das ist einfach eine andere Diskussion an der Stelle. Ich möchte noch mal auf das eingehen, was auch Nick Haflinger auch angesprochen hat mit dieser Dualität, also und wie subjektiv das ist. Ich gehe davon aus, dass es eventuell so sein könnte, dass in Zukunft gerade so religiöse Konzepte durch Technologie, die bisher abstrakt waren, wie wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel oder in ein Nirvana und man stirbt und sagt, okay, ich lade mich jetzt hoch und bin jetzt quasi ein Geist,
Ghost in the Shell vorhanden und habe quasi genau das realisiert, was animistische Religionen schon lange glauben, dass die Verwandten da irgendwo in einer Sphäre sind und man mit denen reden kann, diesen Ahnen, und dann diese Ahnen tatsächlich in diesem Netz vorhanden sind. Ich verstehe die Perspektive, würde es aber anders sagen. Also meine Lebenserwartung ist, was ist heute für einen mitteleuropäischen weißen Mann die Lebenserwartung? 70 Jahre? Also ich habe noch so 40 Jahre, bis dahin müssen wir das hinkriegen mit dem Upload, weil dann wird halt dieses Ding irgendwann kaputt sein und bis dahin muss das irgendwo anders lauffähig sein, was jetzt noch hier oben drin läuft. Dann bin ich aber nicht tot, also ich würde dann halt, also auch unsere Definition von tot wird sich dann halt verändern. Wir haben dann, ich bin dann kein Geist, weil ich nicht tot bin. Ich laufe halt nur auf einer anderen Plattform, sozusagen. Vielleicht hoffentlich ein Upgrade. Ganz, ganz kurze Anmerkung zu dieser ganzen Frage des Uploads. Gibt es eine der letzten CRA-Folgen dazu zum Anhören, empfiehlt sich. Ich jetzt? Also ja, wie gerade schon gesagt, Virtual Reality nach dem Tod, dafür. Auf jeden Fall. Hauptsache, die Grafik ist irgendwie geil. ich würde ganz gerne nochmal auf das eingehen, was Lena eben erzählt hat. Oder was Lena eben meinte, Verlernen von Skills durch hier zu viel Extensions. Also ich bin eins von diesen ADHS-Kindern und ja, nein, mag vielen nicht aufgefallen sein, aber ist tatsächlich so. Und wofür benutze ich diese technischen Extensions? Ich benutze sie, um mir Dinge zu ermöglichen, für die ich so überhaupt nicht die Skills habe. So dieses Aufmerksamkeitsdefizit ist halt, okay, ich habe da einen Gedanken und noch bevor ich in der Lage bin, den irgendwo zu dokumentieren, sind da fünf andere und die überschreiben den. Das heißt, ich kann meine Gedanken nur sehr schwer dokumentieren. Und je leichter verfügbar so ein blödes Memo ist, je schneller ich das erreichen kann, desto eher ist es mir möglich, eben später auf meine Gedanken auch wieder zuzugreifen, was mir faktisch mit diesem nur biologischen Gehirn einfach nicht möglich ist. Ich will doch nochmal was sagen, und zwar irgendwie nochmal zu dieser Ungleichverteilungsgeschichte. Ich finde immer diese Smartphones sind hier so ein Luxusgerät und das ist ja hier auch eine soziale Ungleichheit, die sich da manifestiert. Ich glaube, das ist ein sehr europäischer Standpunkt, das zu betrachten. Wir sehen Smartphones als Luxusgerät. Tatsächlich hat es viel, viel, viel mehr Leute an Computing oder sozusagen allgemein an Computing rangebracht, als es jemals zuvor war. Das heißt also, was dort passiert ist mit der Smartphone-Revolution, war eine Egalisierung von Computerpower. Für uns ist das ein Smartphone, ist das ein Luxusgerät, das man nochmal zu seinem Rechner dabei hat. In Schwellenländern ist es der erste Computer, den die Leute in die Hand nehmen können und den sie bezahlen können. Und das ist und die sind so froh, dass es das gibt. Und ich glaube, da sollte man auch ein bisschen von der eigenen europäischen Perspektive ein bisschen abstrahieren und dann merkt man, dass tatsächlich dort ein Egalitätsprozess stattfindet. Und zwar viel stärker, als man das jetzt so wahrnimmt, dass das jetzt sozusagen sich eine Elite abhebt. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wo wir zeitlich stehen. Entschuldigung. Genau. Gibt es noch Wortbeiträge? Ich meine, sonst können wir uns auch gerne draußen unterhalten, wo die Luft nicht so muffig ist und wo nicht ich mit laut auf euch runterbrülle, sondern ihr selber mitreden könnt. Dankeschön.